Flächen für den Landschaftspflegeverband und für die Kommunen. Es geht um spezielle Pflanzen und auch feuchtere Wiesen, die landwirtschaftlich nicht so interessant sind. Gemäht wird es jetzt neuerdings mit einem Doppelmesser-Mähbalken, weil wir ja auch die Insekten und die Artenvielfalt natürlich verändern wollen. Wir versuchen als Landschaftspflegeverband die Landwirtschaft dazu unterstützen, indem wir Flächen, die zuwachsen, zurückdrängen, damit sie wieder in die landwirtschaftliche Nutzung genommen werden können oder wie hier Spezialflächen, die nicht mehr interessant waren, einfach zu mähen, um dort die Artenvielfalt zu erhalten. Und wir sind da auch angewiesen auf die Landwirte, die uns hier Flächen pflegen mit ihren Geräten. Und so versucht halt jeder seinen Beitrag zu leisten, um hier ein bisschen auch im Gegenpol zu dem Insektensterben zu entwickeln. Aber das ist wie überall ein längerer Weg, den man gemeinsam begehen muss. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man der Öffentlichkeit deutlich macht, wie viele Beteiligte Landschafts-, Natur- und Kulturpflege braucht, um eine Landschaft zu erhalten. Ich glaube, dass die alle zusammenspielen müssen, um unsere Landschaft zu erhalten. Es gab mal den Slogan Landwirtschaft Heimat von den bayerischen Bauern. Ich glaube, da ist was dran, dass man im Zusammenwirken einfach unsere Landschaft so erhält, die Natur auch erhalten kann. Aktiver Natur- und Landschaftsschutz, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist nach außen. Das sind alles Dinge, die zusammen wirken, wo wir auch vor Ort uns Hand in Hand geben müssen, um wirklich auch Umsetzungserfolge zu erreichen. Dann machen wir vor Ort uns Gedanken, wie können wir denn dann auch die Produkte vermarkten? Einfach das Stichwort Regionalität. Einfach zu zeigen, welchen wertvollen Beitrag wir dazu leisten. Kommunizieren, was wir bereits schon tun. Das habe ich nämlich leider vermisst im Raum des Volksbegehrens, dass einfach das, was bereits schon getan wird, überhaupt nicht honoriert wird. Wie tragen Sie das Thema Naturschutz, Artenvielfalt und Regionalität an die Verbraucher heran? Wenn die Verbraucher hergehen und regional einkaufen, direkt hier vor Ort konsumieren und das im kleinen Raum lassen, und womit der Verbraucher selbst oder jeder, der hier lebt, was zur Artenvielfalt beitragen kann.